Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke unserem Ministerpräsidenten für seinen Bericht. Und es stimmt, die Lage bleibt insgesamt schwierig. Und mit Blick auf die kommenden Wochen will man mit dem anfangen, womit der Ministerpräsident geschlossen hat. Jede und jeder trägt in der Pandemie mehr denn je Verantwortung für unsere Gesellschaft. Und die Rückkehr zur Eigenverantwortung ist richtig. Aber gerade in den nächsten Wochen werden wir zeigen müssen, dass wir verantwortlich handeln, die neuen Freiheiten angemessen nutzen und insofern uns Schritt für Schritt aus der Krise rauskämpfen. Aber jeder und jede trägt Verantwortung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den wir gerade heute sprechen sollten. Und die Impfquote bei den älteren Menschen gibt uns Anlass zur Hoffnung. Die angekündigten Impflieferungen, auch wenn sie aus meiner Sicht höher sein müssten, geben ebenso Anlass zur Hoffnung. Und es ist eine wirklich gute Nachricht, dass jetzt immerhin Konsens ist, dass es Entlastung in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens zu diesem Zeitpunkt geben muss. Ich finde es wirklich faszinierend und begeisternd zugleich, wer jetzt plötzlich alles Stufenpläne gut findet und unterstützt. Das ist ja in der Politik immer wunderbar zu beobachten. Und dass vor allem diejenigen auf Bundesebene momentan am lautesten sind, die diese vor 2 Wochen noch strikt abgelehnt haben und verpönt haben. Das finde ich ganz bemerkenswert, habe mich gestern Abend wirklich begeistert. Meine Damen und Herren, wir alle und vor allem die von den Maßnahmen betroffenen Menschen brauchen dringend realistische, verantwortbare und faire Perspektiven. Ich bin sehr froh, Daniel Günther, dass sich unser Einsatz zumindest teilweise gelohnt hat an der Stelle. Da bin ich zumindest an einigen Stellen extrem positiv überrascht worden, auch im Laufe des gestrigen Tages. Entscheidend ist jetzt das Impfen, das Testen und die Digitalisierung der Kontaktnachverfolgung. Das muss dringend weiter alles ausgeweitet werden. Wir müssen jetzt schrittweise von Verboten zu differenzierten, intelligenten Lösungen übergehen beim Gesundheitsschutz. Und dabei die Studienlage, die mittlerweile zum Glück ganz gut ist, auch das war vor einigen Wochen noch anders, und auch die Expertenhinweise, auch die, die wir in Schleswig-Holstein bekommen haben, die sich auch teilweise doch recht deutlich unterscheiden von dem, was teilweise auf Bundesebene veröffentlicht wird, entsprechend beachten. Man will die Erfolge natürlich nicht verspielen, aber man muss auch sehen, dass eine dritte Welle offenbar bereits Anlauf nimmt. Diese muss man trotz vorsichtigen Öffnungsschritten bestmöglich kontrollieren, was wirklich eine große Herausforderung sein wird. Aber die abnehmende Akzeptanz verschiedener Maßnahmen muss man eben auch berücksichtigen. Und ein Lockdown, bei dem immer weniger Menschen mitmachen, funktioniert schlichtweg nicht mehr. Auch das ist eine Erkenntnis aus den letzten Wochen. Aus dem sogenannten Wellenbrecher scheint mir auch für nicht wenige politische Beteiligte eine Art neuer Normalzustand geworden zu sein, aus dem man sich nicht mehr so recht herauszuwagen mag. Klar ist, das Management muss an vielen Stellen besser werden. Wir brauchen mehr Impfstoff. Und zwar schnell. Wir brauchen deutlich mehr Tests. Wir brauchen mehr Digitalisierung an verschiedenen Stellen. Wir brauchen schnelle Hilfen und auch, das will ich an dieser Stelle auch sehr deutlich sagen, wir müssen unsinnige Maßnahmen und Übertreibungen, und da meine ich zum Beispiel Zollstöcke in Parks, Verweilverbote an Flussufern, Einreiseverbote in Bundesländer oder auch Masken beim Joggen und Spazierengehen, wo uns auch die Experten sagen, man kann, wenn man an jemanden vorbeijoggt, gar nicht ansteckend sein in der kurzen Zeit. Und insofern, diese Dinge müssen auch abgestellt werden, denn nichts, wirklich nichts aus meiner Sicht auch in den letzten Tagen und Wochen beschädigt die Akzeptanz in der Bevölkerung mehr als solche Übertreibungen und schwachsinnigen Maßnahmen, meine Damen und Herren. Deswegen brauchen wir jetzt ein kluges und abgewogenes, schrittweises Vorgehen. Hin und her müssen wir möglichst vermeiden. Und ganz wichtig bleibt der Schutz der Älteren. Und ich will das an der Stelle auch mal sagen. Wir hatten noch vor gar nicht langer Zeit bei den Menschen über 80 eine Inzidenz von über 300. Jetzt ist sie bei 60 angekommen. Das heißt, sie liegt mittlerweile unter dem Durchschnitt der Bevölkerung, was eine extrem gute Nachricht ist und sehr, sehr viel bei der Pandemiebekämpfung auch verändert. Und wir hatten vor kurzem eine Übersterblichkeit in Deutschland. Momentan, sagt das Statistische Bundesamt, haben wir eine Untersterblichkeit. Ich will jetzt nicht wieder irgendwie sagen, wir müssen zum Durchschnitt zurückkommen. Das ist nicht der Punkt. Aber entscheidend ist natürlich auch, wir haben natürlich auch Grippewellen vermieden und der Schutz der Älteren funktioniert deutlich, deutlich besser, als es vor wenigen Monaten der Fall war. Das ist wirklich die große, gute Nachricht, über die man vielleicht auch ein bisschen mehr sprechen sollte an der Stelle. Man könnte sehr viel zum Zustandekommen, zur Systematik und auch zur Logik des Beschlusses von gestern sagen. Ich würde das Ergebnis als
Licht und Schatten zusammenfassen wollen. Und das ist in der Tat mehr, als ich gestern Morgen erwartet hatte, Daniel Günther, als wir darüber gesprochen haben, die Vorlage uns, oder die verschiedenen Vorlagen uns gemeinsam angeguckt haben. Und er kann jetzt sagen, am heutigen Tage, es gibt für viele Menschen mehr Hoffnung. Es gibt aber auch weiterhin für nicht wenige Menschen Frustmomente und auch damit müssen wir offen umgehen. Und ich möchte trotzdem mal mit dem Licht sozusagen anfangen. Und es war eine ganz wichtige Forderung von uns, dass jetzt 50 das neue 35 ist, wenn man so will. Also letztes Mal war es andersrum, hat aus meiner Sicht für sehr viel Unverständnis gesorgt an der Stelle. Und auch jetzt stand die 35 wieder als sozusagen Schwellenwert für Öffnungen drin. Die 50 aus dem Infektionsschutzgesetz stand im gestrigen Entwurf gar nicht mehr drin, was ich wirklich bemerkenswert finde. Und es ist eine große Leistung, dass man das jetzt an der Stelle geändert hat, natürlich gerade für ein Land wie Schleswig-Holstein momentan besonders relevant. Und ich bin ja nicht gerade verschwenderisch beim Loben, aber ich möchte wirklich sagen, lieber Daniel Günther, den Dank und Anerkennung meiner Fraktion für diesen harten Einsatz und für den Kampf gestern, was auch wirklich notwendig war, am Ende zum Glück erfolgreich. Ich glaube, ganz besonders wichtig ja, für alle Menschen sind die Kontaktregelungen, die neuen. 5 Personen aus 2 Haushalten, Kinder bis 14 Jahre weiterhin ausgenommen, was in Schleswig-Holstein bereits der Fall war. Auch dass Paare als einen Haushalt gewertet werden, ist auch für viele Menschen doch deutlich näher an der Lebensrealität als das, was bisher galt. Also insofern ein großer Fortschritt und ich glaube auch ein verantwortbarer Schritt und dringend notwendig. Zu den Schulen in Schleswig-Holstein wurde es schon gesagt, Wechselunterricht für die 7. Klasse bis zur 13. Klassenstufe ab dem 15. März. Auch das ein ganz wichtiger Schritt für die Kinder und Jugendlichen an der Stelle. Und was mich auch besonders freut, auch das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Wir haben ja auch jetzt die letzten Wochen viel darüber gesprochen, dass man differenzieren muss zwischen drinnen und draußen, weil es einfach mit Blick auf die Infektionsrisiken ein gewaltiger Unterschied ist. 10 Erwachsene, bis zu 20 Kinder beim Sport im Freien, auch das ist ganz wichtig und ein ganz wichtiger Schritt. Jörg Hansen war total begeistert, Daniel Günther. Auch das ist fürs Innenleben meiner Fraktion ganz wichtig. Und ich will auch sagen, beim Einzelhandel, auch das ist, glaube ich, eine große Erleichterung, vor allem für viele kleine Läden, deren Existenz, so muss man es ja deutlich sagen, aktuell massiv bedroht ist. Viele kleine Läden, Herr Dr. Stegner, die schreiben nicht nur Ihnen, stellen Sie sich vor, viele kleine Gewerbetreibende kennen auch andere politische Kräfte als die SPD, die schreiben uns, glaube ich, allen und die sagen uns sehr deutlich, dass sie quasi am Ende sind oder in den nächsten Wochen nicht mehr könnten. Deswegen ist die Öffnung des Einzelhandels, ein Großteil ist ja sowieso offen, aber die gänzliche Öffnung des Einzelhandels ab dem 8.3. in Schleswig-Holstein wirklich eine gute Nachricht. Das RKI hat in der Toolbox und in der Studie, die sie veröffentlicht haben, auch deutlich gemacht, dass die Risiken im Einzelhandel sehr überschaubar sind mit klugen Konzepten. Auch das muss natürlich beachtet werden. Aber die Existenzbedrohung, ich hoffe, dass wir viele Insolvenzen an der Stelle abwenden können mit unserer verantwortbaren Lösung, die wir da gefunden haben. Und Ähnliches gilt für den Dienstleistungsbereich, der noch geschlossen war, Kosmetikstudios, Sonnenstudios und so weiter. Auch da haben wir natürlich viel Post bekommen und viel Ansprache in den letzten Wochen. Auch da sind viele Situationen wirklich schwierig, weil eben auch die Hilfen noch nicht da sind. Und meine Damen und Herren, bei dem Thema Krankenhausfinanzierung ist es zumindest ein positives Signal. Daniel Günther hat es beschrieben, aber es ist auch erstmal nur ein positives Signal. Auch dort muss schnell von Bundesseite nachgearbeitet werden, damit unsere Krankenhäuser in Schleswig-Holstein nicht in finanzielle Schieflage geraten. Das wäre eine Katastrophe in dieser Situation. Die Perspektive für die Außengastronomie ist auch eine gute Nachricht. Dort brauchen wir aber in der Tat auch praktikable Lösungen. Zur Schattenseite an der Stelle möchte ich einige Punkte auch ansprechen, die, glaube ich, heute zur Debatte auch dazugehören. Was wir gestern dort gesehen haben mit dem Beschluss der MPK, ist natürlich noch kein echter Perspektivplan. Und das gilt natürlich besonders für die Gastronomie. Auch viele Gastronomen haben einfach keine Außenflächen, auch das muss man sehen. Für die Veranstaltungsbranche sowieso, aber auch für den Tourismus. Immerhin muss ich sagen, ein kleiner Fortschritt im Vergleich zum Entwurf, dort war immer von Brachen an der Stelle die Rede, jetzt ist von Branchen die Rede, das ist schon mal vielleicht ein positives Signal. Ich weiß nicht, ob das ein freudscher Versprecher an der Stelle war, hat mich so ein bisschen irritiert, dass das in mehreren Entwürfen stand. Aber an der Stelle muss man natürlich sagen, es wurde vertagt bis mindestens zum 22. März. Und ein Problem bleibt aus unserer Sicht die Diskrepanz
bei der Bundesregierung zwischen den Erwartungen an die Bürgerinnen und Bürger und zwischen der eigenen Leistung an verschiedenen Stellen. Und da meine ich die Impfstoffbeschaffung, da meine ich die Teststrategie, da meine ich auch das Thema Einreisen. Wir haben ja Quarantäneverordnung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Menschen aus Risikogebieten am Frankfurter Flughafen einreisen und nicht getestet werden, halte ich das für ein Problem. Ich finde, das sollte man organisieren, dass diese Menschen einreisen können. Gerade aus den Ländern, wo gefährliche Virusvarianten besonders stark verbreitet sind. Und natürlich die Geschwindigkeit bei den Wirtschaftshilfen war und ist ein großes Problem. Die Länder arbeiten das jetzt ab und ich freue mich, dass ich jeden Tag von mehreren Unternehmern, mit denen ich in Kontakt habe, die Rückmeldung bekomme, wir haben jetzt das Geld bekommen, sind sehr erleichtert, weil es wirklich langsam eng wurde. Und meine Damen und Herren, was mich auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen bewegt und ich glaube, worüber man in den nächsten Wochen nochmal sprechen muss, ist die sehr scharfe Inzidenzorientierung, die aus meiner Sicht zu undifferenziert ist an der Stelle. Ich glaube, man muss... Man muss, wie in unserem Perspektivplan aus Schleswig-Holstein, da haben wir auch andere Faktoren eingerechnet, man muss auch andere Dinge berücksichtigen. Man muss berücksichtigen bei den Inzidenzwerten, dass Cluster gerade so mal in kleineren Bundesländern ganz erhebliche Auswirkungen haben können. Dass natürlich die Frage spannend ist, welche Altersgruppen besonders betroffen sind. Und auch wenn wir jetzt deutlich mehr Tests machen, wird das natürlich zumindest kurzfristig die Inzidenz deutlich steigern. Auch das muss man ehrlich gesagt doch einrechnen, das kann man ja nicht außer Acht lassen an der Stelle. Und ich bin auch skeptisch bei den jetzigen Schwellenwerten im Infektionsschutzgesetz. Man hat ja nicht ohne Grund jetzt auch die 100 als relativ wichtigen Schwellenwert in den MPK-Beschluss geschrieben. Aber im Infektionsschutzgesetz steht er in der Form gar nicht drin. Da ist von 35 und 50 die Rede. Ich habe jetzt vernommen, dass in der Großen Koalition auch darüber diskutiert wird im Bundestag, dass man das Infektionsschutzgesetz reformieren will. Das halte ich auch für überfällig, weil ich glaube, es ist ein Stück weit aus der Zeit gefallen. Lasse Petersdotter hat es angesprochen. Der NDR hat kürzlich berichtet darüber, was in den Gesundheitsämtern, wie es dort aussieht. Natürlich haben die jetzt deutlich mehr Personal, die haben natürlich bessere IT, ja, die haben auch mehr Erfahrung gesammelt, die können auch andere Werte nachverfolgen. Diese 50 an der Stelle, die mal als Argument herangeführt wurde, hat sich da ein Stück weit erledigt. Das muss man einfach offen ansprechen. Deswegen, glaube ich, muss das Infektionsschutzgesetz angepasst werden an den Impffortschritt und an die neue Situation. Zum Impfen will ich sagen, auch da bleibt es dabei, wir müssen alles in Bewegung setzen, um möglichst zeitnah mehr produzieren zu können. Es gibt mittlerweile Kooperationen auch zwischen großen Herstellern, die für andere produzieren. Wenn wir in die USA gucken, nach Großbritannien, nach Israel, dann sehen wir, was möglich ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sehe, dass die USA im Mai alle Erwachsenen durchgeimpft haben wollen, dann wird das auch für uns natürlich Bedeutung haben. Also da kann sich ja jeder vorstellen, wenn die USA sozusagen im Sommer mit der ganzen Geschichte zumindest Großen und Ganzen durch sind, dann wird das natürlich auch wirtschaftlich massive Verschiebungen auf der Welt bedeuten. Und deshalb müssen wir dort nacharbeiten. Schleswig-Holstein steht zum Glück gut da im Vergleich. Die Haus- und Betriebsärzte sind voll in die Kampagne einzubinden, finde ich richtig. Ich muss aber auch sagen, der Bund wollte immer diese starre Impfzentrenstruktur. Aber es ist wichtig, dass wir jetzt auch mehr Impfzentren haben und mehr Impfstoff verimpfen können. Und AstraZeneca, ich will das auch nochmal sagen, ist deutlich besser als der Ruf. Und ich muss mich wirklich darüber ärgern, was einige öffentliche Äußerungen dort bewirkt haben an der Stelle. Da war ja eh eine große Verunsicherung mit Blick auf die verschiedenen Impfstoffe. Und der ist wirklich deutlich, deutlich besser als ein Ruf, ist sehr wirksam. Und insofern müssen wir auch dafür werben, dass die Menschen den auch in Anspruch nehmen. Und es kommt... Kommt hoffentlich schon sehr bald mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson ein weiterer hinzu. Und insofern muss es möglichst schnell gehen alles. Und es darf nicht zweckgeschmissen werden. Das liest man immer wieder. Das ist eigentlich, würde ich sagen, das Krankeste, was man sich momentan vorstellen kann, dass Impfstoff weggeschmissen werden muss, weil es keine Menschen gibt, wo man ihn sozusagen dann auch schnell verimpfen kann. Beim Testen. Auch das ist natürlich ein großes Feld, was uns die nächsten Wochen massiv beschäftigen wird. Und dass dort erst der 1.3. angekündigt wurde und jetzt von Jens Spahn und jetzt eine Taskforce mit Andi Scheuer gegründet wurde. Lasse Petersdotter hat alles dazu gesagt, ich erspare mir alle schlechten Witze an der Stelle. Aber ich habe ehrlich gesagt bei Twitter gestern gedacht, als ich es gelesen habe, das sei ein Scherz. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wir werden uns das angucken. Aber ich will auch sagen, ich habe mich schon gewundert, dass Jens Spahn heute im Bundestag erklärt hat, es sei ja nie geplant gewesen, dass der Bund da irgendwas beschafft. Das war immer die Aufgabe von Ländern und Kommunen. Ich glaube, nicht nur ich habe das bisher auch anders verstanden. Aber insofern...
insofern hoffe ich, dass das kein Ausblick war auf die erfolgreiche Arbeit dieser Taskforce, weil wenn die nichts beschaffen wollen, frage ich mich, was die machen wollen. Aber gut, das werden wir sehen. Und mein Freund und Kollege Lasse Petersdotter hat es an der Stelle gar nicht mitbekommen, aber auch da muss man sagen, beim Thema Tests, wie bei den Masken, regelt auch da der Markt. Und ich muss schon sagen, ja, für jeden Freund des Marketings, dass ein großer, berühmter, weltweit vertretener deutscher Discounter während der MPK angekündigt hat, dass es ab Samstag oder so in den Discountern Schnelltests geben wird. Da muss ich schon ganz ehrlich sagen, das war schon eine bemerkenswerte Marketingaktion, aber es ist trotzdem wichtig, dass es diese Angebote gibt, nicht nur bei dem, auch bei Konkurrenten, ich will die Namen jetzt alle nicht sagen, aber es ist trotzdem richtig, dass wir uns dort entsprechend versorgen können. Trotzdem, bleibt es dabei, dass wir natürlich die Testzentren für alle Bürgerinnen und Bürger, natürlich vor allem für Kitas und Schulen bzw. das Personal, aber auch für die Unternehmen aufbauen müssen. Und, meine Damen und Herren, ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass jetzt wirklich mal man richtig vorankommt bei der digitalen Kontaktnachverfolgung. Und da gibt es ja auch da, Lasse Petersdotter, der Markt hat verschiedene Apps hervorgebracht, wo der Staat in Kooperation mit der Telekom, mit SAP, sag mal, das, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Telekom ist ja auch ein Staatsunternehmen, ich will das gar nicht schlecht machen, aber ich sage mal schon, es ist schon bemerkenswert, dass diese Corona-Warn-App, wenn man sich diese Pressekonferenz nochmal anguckt, von damals, als sie vorgestellt wurde, ja, das ist der Rockstar unter den Apps und das wird jetzt alles verändern und so weiter. Wir sehen, diese Corona-Warn-App war leider bisher nicht wirklich hilfreich, war eigentlich auch angesichts der Kosten und der Ankündigung ein Flop. Und deswegen müssen jetzt diese Apps genutzt werden. Das sind große Chancen für Gastronomie, Tourismus, Kulturbereich und auch eine große Entlastung für die Gesundheitsämter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man liest ja viel in diesen Zeiten, aber ich habe heute Morgen gelesen, Herr Dr. Stegner, dass Olaf Scholz offenbar Luca oder vergleichbare Apps jetzt aufkaufen will. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn uns die letzten Monate eins gezeigt haben, dann würde ich sagen, bitte die Finger davon lassen. Keine Verstaatlichung von dem, was ausnahmsweise mal funktioniert. Das muss ich ganz ehrlich sagen, da wird mir Angst und Bange, wenn ich sowas lese. Meine Damen und Herren, ich will noch was zu den Schulen sagen. Dort liegen ja auch entsprechende Anträge vor. Und ich glaube, da sind wir uns einig, Kinder und Jugendliche und ihre Eltern tragen die Hauptlast dieser Pandemie und die Hauptlast des Lockdowns. Und Kita- und Schulschließungen werden, glaube ich, auch dauerhaft das größte Problem bei den Nebenwirkungen des Lockdowns sein. Ich glaube, die Folgen werden wir noch lange spüren und deswegen müssen die Lerndefizite aufgeholt werden. Ich glaube, da müssen wir über verschiedene Maßnahmen sprechen. Und ich glaube, es geht um Ferienangebote beispielsweise. Auch das wird ein Thema sein, ich glaube, nicht nur sozusagen für die nächsten Ferien, sondern vielleicht für die nächsten Jahre sogar. Die Fortschritte bei der Digitalisierung im Bereich der Bildung müssen besonders stark vorangetrieben werden. Wir werden noch eine Weile auch mit Wechselunterricht arbeiten müssen, aber auch das ist besser als Distanzunterricht in vielen Altersstufen. Und, meine Damen und Herren, es wird auch um Personal gehen und da muss man auch sagen, man kann sich ja auch, wir wissen das, Jette Weidinger-Thiering aus den Debatten über die Lehramtsausbildung, wir können uns auch keine Lehrer einfach schnitzen. Auch dort wird man im Zweifel auf Quereinsteiger, auf andere Menschen zurückgreifen müssen, weil wir brauchen auch Personal, denn Unterrichtsausfall können wir uns nun wirklich nicht mehr leisten. Mit Blick auf die Wirtschaft will ich noch anfügen, Herr Dr. Stegner, da fand ich auch da wieder Herrn Scholz bemerkenswert, der gestern ja offenbar dem Chef der deutschen Industrie gedroht hat mit einem Gesetz, wenn bis Freitag keine Selbstverpflichtung zu 2 Tests die Woche da ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, gerade beim Thema Teststrategie sollte die Bundesregierung erstmal liefern, bevor sie anderen Menschen droht. Das will ich an der Stelle deutlich sagen. So richtig es ist, dass auch in den Unternehmen mehr getestet wird und da sozusagen entsprechend man vorangeht. Beim Tourismus, auch da, finde ich, wurde schon teilweise Richtige gesagt. Ich finde es bemerkenswert, dass die SPD beim Osterurlaub sich so geäußert hat, wie sie sich geäußert hat. Denn, meine Damen und Herren, das ist ja nicht irgendwie nur schön, dass man in den Urlaub fahren kann, Herr Dr. Stegner. Es gibt kaum eine Branche in Schleswig-Holstein, wo so viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt sind. Dass die SPD sich so äußert, wundert mich sehr.
Herr Abgeordneter Vogt, gestatten Sie eine Bemerkung des Abgeordneten Dr. Stegner? Ja, ich habe es ja provoziert, dann müssen wir es jetzt. Das gelingt Ihnen ja nicht immer, Herr Kollege, aber ich will schon sagen, ich habe vorhin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wir uns das wünschen würden, habe das mit den Arbeitnehmern und der Branche auch genannt. Was ich kritisiert habe, ist, dass der Ministerpräsident, lesen Sie mal den Beschluss nach, wie das im Wortlaut heißt, wozu er sich damit verpflichtet hat, ohne Protokollerklärung, wo die Bürger aufgefordert worden sind, jedwede Form privaten Reisens zu unterlassen, wenn das möglich ist, und die Verordnung bis zum 30. April sogar datiert, die die Homeoffice-Fragen regelt, und das, dann passt es nicht dazu, jetzt hier die Hoffnung zu äußern, dass ab 1. April hier Schleswig-Holstein bundesweites Ziel von Osterurlaub sein kann. Wir würden uns das wünschen, aber das passt nicht zusammen. Und Glaubwürdigkeit dessen, was man unterschreibt und dessen, was man sagt, das ist doch ein Minimum, was man erwarten kann. Und erlauben Sie mir eine zweite Bemerkung, weil Sie es angesprochen haben. Sie haben recht, die Bundesregierung, Klammer auf, der Herr Bundesgesundheitsminister, sollen ihre Verantwortung bei den Tests wahrnehmen. Da bin ich bei Ihnen. Ich habe nur moniert, dass man bei Arbeitnehmern hingeht und Verordnungen erlässt und sie zu bestimmten Dingen zwingt und bei den Unternehmen es bei Appellen belässt. Das finde ich jetzt nicht gleichwertig. Herr Dr. Stegner, wir haben ja auch verschiedene Rollen, aber ich sage das aus voller Überzeugung. Ich bin ja heute, wie gesagt, beim Loben etwas großzügiger als sonst, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch an der Stelle hat unser Ministerpräsident für erhebliche Änderungen in der Vorlage gesorgt. Wenn Sie sich mal angucken, was in den ersten Entwürfen drin stand, dann war der Osterurlaub quasi ausgeschlossen. Das ist er jetzt nicht mehr. Und das ist schon mal ein großer Fortschritt, gerade aus schleswig-holsteinischer Sicht. Und ich will Ihnen ganz deutlich sagen an der Stelle, die Innengastronomie ist das eine. Ja, auch bei Hotels müssen wir drüber sprechen. Die sind übrigens auch sehr niedrig eingestuft bei der RKI-Studie. Aber auch Ferienwohnungen. Gerade wenn wir hoffentlich dann auch in den nächsten Wochen für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlose, kurzfristig erreichbare Testmöglichkeiten hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht, warum nicht zum Beispiel junge Familien in die Ferienwohnung an Nord- und Ostsee fahren können, getestet. Das ist kein größeres Risiko, als wenn Sie zu Hause bleiben an der Stelle. Und ich will auch noch was sagen, Herr Dr. Stegner. Ich hatte ja schon die mangelnden Tests an den Flughäfen in Frankfurt und anderen internationalen Flughäfen angesprochen. Und da gibt es natürlich Quarantäneanordnungen, je nach Einstufung der Länder. Aber wenn ich mitkriege, ja, dass Menschen auf die Malediven fliegen und wir in einigen Wochen nicht in die Ferienwohnung nach Föhr dürfen, dann geht das in meinem Kopf zumindest nicht mehr logisch zusammen. Deswegen müssen wir daran arbeiten. Herr Abgeordneter Vogt, nee, ich bin noch nicht fertig. Ach so, Herr Präsident, ich bin noch nicht fertig, ich will noch einen Satz hinzufügen. Ich will auch ganz ehrlich sagen, Herr Dr. Stegner, ich habe das auch wirklich ernst gemeint. Der Tourismussektor ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Schleswig-Holstein mit einer sechsstelligen Zahl an Beschäftigten. Die sind alle in Kurzarbeit. Und auch diese Menschen brauchen eine Perspektive. Und was möglich ist, muss möglich gemacht werden. Und den zusammen. Den Zusammenhang, den Sie jetzt erneut aufgemacht haben mit dem Homeoffice, den verstehe ich nicht. Denn wenn Homeoffice möglich ist, sollte man das bis Ende April mindestens tun. Selbstverständlich, sollten wir alle tun. Aber das ermöglicht doch Dinge, das ist doch kein Widerspruch, das ist die Voraussetzung dafür, dass das funktioniert. Warum Sie da einen Widerspruch draus machen, verstehe ich überhaupt nicht. Und ich würde auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der Stelle nicht gegeneinander ausspielen wollen. Ich entnehme Ihrem deutlichen Signal, dass Sie jetzt mit der Antwort fertig sind. Gestatten Sie eine weitere Bemerkung des Abgeordneten Dr. Stegner? Ich stimme Ihnen ausdrücklich zu, Herr Kollege Vogt, was Sie zu den Malediven und zu all diesen Punkten gesagt haben, und habe auch keinerlei Widerspruch zu dem, was Sie zur Tourismusbranche gesagt haben. Wir sind diejenigen, die sich für Tourismus in vielerlei Hinsicht eingesetzt haben. Ich sage nur, wenn der Ministerpräsident ein so toller Hecht ist, wie der Kollege Koch ihn beschrieben hat, warum hat er dann eigentlich nicht bei dem Punkt, als es darum ging, aufzufordern, private Reisen zu unterlassen, nicht eine Protokollerklärung des Landes Schleswig-Holstein abgegeben, zum Beispiel gemeinsam mit den norddeutschen Nachbarn, in der er gesagt hätte, wir wünschen uns aber, dass es zum Beispiel möglich ist, mit Tests, mit Dokumentation, mit Hygienekonzepten Urlaub in der Ferienwohnung an der Nord- und Ostsee machen zu können. Das finden wir, stehen hier. Dergleichen lese ich aber nicht. Wissen Sie, was nämlich die Konsequenz ist? Die Konsequenz wird sein, dass...
sind Sie doch geduldig. Die Konsequenz wird sein, dass entweder die Zahlen hochgehen und der Ministerpräsident nach der nächsten MPK bedauernd feststellt, dass es leider nicht geht, oder er aber den Leuten, denen er Hoffnung gemacht hat, erklären muss, warum das nicht funktioniert, weil es ein Widerspruch ist zu dem, was man vereinbart hat. Das ist das, was dabei rauskommt. Nein, Herr Dr. Stegner, Sie enttäuschen mich heute wirklich. Weil, Sie verteilen ja gerne Haltungsnoten, was das intellektuelle Niveau oder das vermeintlich intellektuelle Niveau von Kollegen angeht. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, da haben Sie irgendwie was nicht verstanden. Und ich würde Ihnen das nochmal versuchen zu erklären. In diesem Beschluss steht, verändert zu den vorherigen Entwürfen, dass man in den nächsten Wochen möglichst Reisen unterlassen soll, sehr vorsichtig bleiben soll. Aber es ist eben nicht mehr ausgeschlossen, dass man Osterurlaub ermöglicht. Und hier sage ich auch, da sind ja noch ein paar Voraussetzungen zu erfüllen. Ja, wie ist die Entwicklung in den nächsten Wochen? Wir werden dann eine höhere Impfquote haben. Ja, die Risiken werden insgesamt noch weiter runtergehen, wenn es alles gut läuft, so wie wir uns das vorstellen. Und dann wird man in 2, 3 Wochen sich die Lage nochmal angucken und dann wird man neu bewerten. Die Widersprüche, die Sie hier künstlich versuchen hochzuziehen beim Homeoffice und bei den Reisen in den nächsten Wochen, der besteht nicht. Sondern es ist die Voraussetzung dafür, dass wir das hinbekommen. Aber es ist ja schön, dass wir das klären konnten. Ich will auch noch mal sagen, Herr Dr. Stegner, Sie haben auch heute wieder eine sehr umfangreiche norddeutsche Abstimmung bei den verschiedenen Maßnahmen eingefordert. Ich unterstütze das im Grundsatz, muss aber auch deutlich sagen, es liegt im Wesentlichen nicht an uns, wenn das scheitert, sondern es liegt an den norddeutschen Ministerpräsidenten in den anderen Bundesländern, die ein SPD-Parteibuch haben. Und auch da bitte ich doch, die parteiinterne Ansprache noch mal zu verstärken. Will aber auch sagen, zur Ministerpräsidentenkonferenz, die ich ja bekanntermaßen skeptisch verfolge, wir haben jetzt einen brauchbaren Ort, Orientierungsrahmen, so wie das man nennt, für unser Regelwerk in Schleswig-Holstein für die nächsten Wochen. Lasse Petersdotter hat von Routine gesprochen. Wir haben gestern wieder interessiert Bild online verfolgt. Anders als der Ministerpräsident konnte ich auch Holstein Kiel verfolgen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle zum Einzug ins Halbfinale. Und muss aber auch sagen an der Stelle, dass ich die Vorbereitung und auch die Durchführung dieser Ministerpräsidentenkonferenzen in Teilen wirklich problematisch finde. Und wie ernsthaft die vorbereitet werden, konnte man teilweise an dem einen Entwurf sehen, wo, glaube ich, vorgestern dann irgendwie drin stand, irgendwas von Material Arts, ich glaube Martial Arts war gemeint, irgendwelche Käfigköpfe, die wohl als Scherz da reingelangt sind und dann verschickt wurden. Da muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht etwas mehr professionelle Vorbereitung würde auch der Akzeptanz an der Stelle dienen. Das war wirklich skurril. Und was ich ganz besonders schädlich fand, waren die Geschichten zwischen Herrn Söder und Herrn Scholz gestern. Die Ministerpräsidentenkonferenz sind in dieser Phase ein wichtiges Abstimmungsgremium. Man kann das unterschiedlich bewerten, aber die Lage ist viel zu ernst für solche Kaspereien im Vorwahlkampf, meine Damen und Herren. Deswegen sollte man sowas in Zukunft unterlassen. Deswegen zukünftig bei der Ministerpräsidentenkonferenz besser einen sinnvollen Rahmen vereinbaren. Den Rest machen die Länder, denn wir brauchen an der Stelle mehr regionale Differenzierung wieder. Und ich will auch noch mal sagen, weil das oft ja kritisiert wird, Föderalismus und Marktwirtschaft. Wettbewerb an den richtigen Stellen, das sehen wir doch jetzt immer wieder, Woche für Woche hilft und ist auch viel besser als der Ruf. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, der Föderalismus hat sich an vielen Stellen, wo man ihn zugelassen hat, bewährt. Und auch die Marktwirtschaft, Lasse Petersdotter nickt. Wahrscheinlich meint er das Erste, aber insofern nehme ich das gerne mit, Lasse Petersdotter. Ich will zum Abschluss sagen, wir haben jetzt als Koalition heute wirklich gute Regelungen in Schleswig-Holstein getroffen unter hohem Zeitdruck. Wir müssen vorsichtig bleiben, aber stärker differenzieren und das Leben und Wirtschaften stärker ermöglichen. Die Pandemie müssen wir Schritt für Schritt bekämpfen und ihr die Kraft und den Schrecken nehmen. Die Rückkehr zur Freiheit in den kommenden Monaten ist das große Ziel. Und wir müssen die Spaltung der Gesellschaft verhindern, meine Damen und Herren. Wir müssen eher dafür sorgen, nächsten Wochen und Monaten mit besseren Maßnahmen, dass wir vielleicht in einigen Jahren auch mit ein bisschen Stolz auf die Pandemiebekämpfung zurückgucken müssen. Und wir müssen vor allem an die Menschen denken, die besonders gefordert sind. Das sind Menschen, medizinisches Personal, Menschen, die aber auch im Einzelhandel arbeiten oder auch viele Ehrenamtler. Auf diese Menschen müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin sehr konsequent unterstützen. Bleiben Sie gesund. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.